Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Video, in der ich eine Mod vorstellen möchte, die ich persönlich sehr oft nutze und die meiner Meinung nach auch für Schönbauer ein Muss ist. Und zwar geht es darum, um die beiden Mod-Pakete vom Schwarzfahrer, der die damals ja auch schon für Train Fever gemoddet hatte. Und die sind jetzt seit Ende November portiert nach Transport Fever und das sind die Schönbaumodelle von ihm. Sehr gelungen. Vielen Dank nochmal dafür an Schwarzfahrer. Ja, da in dem Paket ist einiges drin. Ich zeige euch das mal. Ihr installiert das. Dann findet ihr das hier unten, wo ihr auch die das Geländetool habt und die Bäume und geht dann in den dritten Reiter. Und findet das dann hier auf der Bank. Das ist ja normal. Wenn ihr hier auf die Bank klickt im dritten Reiter, dann seht ihr schon, habt ihr einiges an Modellen. Wir gehen das einfach mal durch. Das fängt an mit Bahnübergängen. Das sind so Bodenplatten hier. Gibt es zwei verschiedene. Und dann noch erhöht und Standard. Ich mache das meist so. Ihr legt ein gerades Gleis. Das muss gerade sein. Ich zeige euch das einfach mal an einem nicht geraden Gleis. Wenn das nicht gerade ist. Und ihr legt diese Platten darauf. So. Die kommen so da drauf. Und wenn das nicht gerade ist, kann natürlich kein Zug drüber fahren. Von daher müsst ihr immer gerade Gleise legen. So, legen das gerade. Und dann kann man diese Platten hier drauflegen. Und hat wunderbar. Ja, das ist nicht gerade. Das Gleis ist nicht gerade geworden. Wir probieren es nochmal. Ich möchte ein gerades Gleis. Dankeschön, Spiel. Das rastet dann auch ein auf den Gleisen. Müsste also nichts irgendwie frei platzieren. Kann man natürlich auch frei platzieren, aber macht ja keinen Sinn. Er legt das so hier drauf. Und wie ihr seht, sehr schön. Macht gleich viel mehr her, das Gleis, wie ich finde. Sehr, sehr schön. Dann kann man hier natürlich am Rand noch den Boden anheben. Oder auch nicht. Ihr könnt das ja so verwenden. Auf Brücken macht sich das gut, zum Beispiel. Sieht sehr schön aus auf Brücken. Ja, gut, gehen wir weiter. Als nächstes kommt Bäume und Wald. Da habt ihr einfach so Bäumchen. Da ist unten eine Bodenplatte dran. Zum Beispiel hier. Birke ist das, glaube ich. Und dann noch Wald. Wenn das hier so platziert, wird das dann schon sehr dicht. Das ist dann natürlich schon sehr dicht, aber sieht super aus. Und das Ganze so ein bisschen zu kaschieren, kann man natürlich hier und darum auch die normalen Bäume. Ich setze einfach hier die normalen Bäume rundherum. Dann kaschiert ihr das. So. Schon sieht man das kaum noch. Und dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier Brückenköpfe. 1 und 2. Bei Brückenköpfe 2 hat man einmal die kurzen. Das ist für ein Gleis. Und einmal die langen. Das ist immer 1B, 1C, 2C, 3B. Wenn man sich hier durchklickt, das sind immer verschiedene Farben, verschiedene Muster. Hier ist genau dasselbe. Bei Brückenkopf 1 hat man nur die kurzen. Was man damit basteln kann und wie das funktioniert, habe ich mal in einem Tutorial-Video gezeigt, das ich jetzt einblende oben. Wenn ihr mal gucken wollt, wie ihr damit Bahndämme bauen könnt, dann klickt einfach mal auf mein Tutorial-Video.
Dann gehen wir weiter. Dann haben wir Abdeckung und Planen. Das sind einfach so Bodenplatten, die man frei platzieren kann. Da gibt es auch viele verschiedene. Hier. Kleine, große, geschwungene. Könnte man zum Beispiel, glaube ich, auch auf Schienen legen. Geht das auch? Genau, kann man auch auf Schienen legen. Hier. Das dürfte dann genauso funktionieren, die hier drauflegt. Ja, macht jetzt nicht so viel Sinn, aber kann man natürlich auch. Wir haben ja hier. Wo haben wir es hier? Genau. Ein bisschen versteckt im Wald. Kann man dann hier natürlich auch ansetzen. Ein bisschen ausjustieren, drehen. Kann man das hier so dran setzen, wenn es denn funktioniert. Also, ich muss euch sagen, es ist natürlich nur ein Mod für Schönbauer. Klar können auch Leute, die das Spiel normal mit Geld und wirtschaftlich spielen, den Mod benutzen, aber er hat natürlich keinen Nutzen in dem Sinne, dass er euch irgendwie Reichtum bringt, oder er hat halt wirklich nur den Nutzen, dass es schön aussieht. Deswegen müsst ihr da immer mal so ein bisschen selber gucken, wie ihr das am besten einsetzt und wo. Und das sieht jetzt natürlich nicht toll aus, aber mit ein bisschen Geduld und Friemelarbeit, diese Mod ist echt super. Wir haben hier noch mehr Bodenplatten. Wie gesagt, alle Größen und Farben und kleine, wieder so eine geschwungene und dann so eine riesige Platte. Hat auch seinen Nutzen. Auf jeden Fall. Ihr müsst halt für euch selber gucken, wo ihr das alles einsetzen wollt, damit es auch Sinn macht und schön aussieht. Dann gehen wir weiter und haben Zäune und Hecken. Auch mit Bodenplatte. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Zäune und Hecken ist für mich so, das habe ich eigentlich noch nie so richtig benutzt, weil ich weiß nicht, wie man das einsetzen soll mit Bodenplatte dran. Also, ich weiß nicht, das ist, ja, sinnfrei irgendwie mit dieser Platte dran. Die Mauern und Hecken und alles, das sieht ja echt wunderbar aus. Wenn ihr es hier euch anschaut. Ohne Hecke. Aber wenn ich die baue, das ist natürlich, die Hecke geht ja noch. Hier so die Hecken baue. Zueinander übergehen lasse. Sieht natürlich auch super aus. Aber hier diese Zäune mit der Platte, ich stehe diese Platte einfach nicht. Hecke okay, wo ich die auch ein bisschen überdimensioniert finde, wenn man da das Gleis nebenlegt. Ist das schon ziemlich groß. Aber nichtsdestotrotz auch sehr schön. Nächstes kommen dann die Schallschutzwände. Das ist selbsterklärend, aber trotzdem zeige ich es mal. Nein, ich möchte keine Kurve, ich möchte eine einfache Schiene. Die Schallschutzwände. Hier einmal mit Holz. Sehr schön. 20 Meter, 60 Meter Schwung. Dann wieder mit Bodenplatte. Das ist für mich, man kann die hier einrasten lassen auf Schienen. Aber, wie gesagt, es gibt einige sehr geile Sachen in der Mod, aber andere habe ich den Sinn noch nicht ganz rausgefunden. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr diese Mod auch benutzt, und mir mal erklären, wie man am besten sowas hier benutzt. Weil auch wenn ich das hier an die Schiene dran lege. Machen das jetzt einfach mal. Dass ich das hier dran lege. Ja, ist irgendwie. Ah, mir fällt gerade was ein. Wenn ich den Bahnübergang natürlich dazu auf die Schiene lege, dann. Probiert einfach mal ein bisschen rum.
Und vielleicht findet ihr heraus, wie man das am besten einsetzt, damit es auch richtig schön aussieht. So, jetzt kommen wir zum MISC. Da haben wir Brückenrampen. Hier, einmal und zweimal. Müsst ihr auch selber gucken, wo ihr die am besten einsetzen könnt und wollt. Sieht schön aus, wie ich finde. Zack. Dann haben wir noch Dammwände. Das ist auch wieder ein Bahndammwand. Nochmal zusätzlich zu den beiden hier hinten. Zu den Brückenköpfen hier hinten. Haben wir hier in MISC nochmal eine Dammwand. Und dann haben wir MISC 2, wo wir auch nochmal Dammwände haben. Kleine. Und das war die Mod auch schon. Wie ihr seht, es sind wirklich, gerade was Dammwände angeht, einige schöne Sachen dabei. Aber auch das hier mit dem Bahnübergang finde ich herrlich. Da kann man wirklich, gerade in Städten, wunderbar gerade Bahndämme bauen. Und wenn man dann oben noch das hier drauflegt, sieht das natürlich dann wunderbar aus. Ja, ich finde, wie gesagt, für Schönbauer eine unfassbar tolle Mod. Man muss da immer natürlich sich ein bisschen Zeit nehmen und sich da durchfriemeln und auch wieder abreißen und neu bauen und hast du nicht gesehen. Damit das dann am Ende natürlich auch in seinen Vorstellungen entspricht. Ich habe da schon einige schöne Sachen gebaut. Andere haben auch schon einige schöne Sachen gebaut. In Kombination mit anderen Mods ist das natürlich dann noch besser. Wie zum Beispiel der Pinsel für die Bodentexturen, den ich euch ja schon vorgestellt habe. Man kann da wirklich extrem schöne Sachen bauen. Dann hat man ja noch die Gebäude und ja. Das war's für die Mod. Ich hoffe, ihr werdet sie auch nutzen, wenn ihr sie nicht schon gekannt habt. Und würde mich freuen, von euch vielleicht auch mal ein paar Videos zu sehen. Oder Screenshots, in denen ihr schöne Sachen gebaut habt. Ja, in dem Sinne. Bis zum nächsten Video, Freunde. Habt einen schönen Tag. Ciao.